Christian Polans gibt eine ehrliche Let's Dance-Einschätzung. Und die dürfte die Fans von Ekaterina Leonova so gar nicht gefallen. Let's Dance? Fliegen Thymen Krause und Ekaterina Leonova als nächstes? Nicht mehr lang. Am 19. Mai findet bereits das große Finale von Let's Dance statt. Selbst kleinste Fehler können an diesem Punkt in der Staffel fatal sein und das ausbedeuten. Eine bittere Erfahrung, die beinahe auch Favoritin Anna Emakova, 23, in Show 10 machen musste. Für ihren Jive gab es für die Bäcker-Tochter nur 26 Punkte. Am Ende musste sie sogar um ihren Einzug ins Halbfinale zittern. Inzwischen steckt Anna mit Tanzpartner Valentin Lusin, 36, genau wie Philipp Boy, 35, Thymen Krause, 28, und Julia Beautix, 24, schon wieder in den Vorbereitungen für das bevorstehende Halbfinale. Doch geht es nach Christian Polans, 44, der in Show 9 ausgeschieden ist, stehen die Finalisten schon jetzt fest. Christian Polans sicher. Diese Paare werden im Finale stehen. In seinem Coffee Talk auf Instagram sprach der Profitänzer wie gewohnt ganz offen über Let's Dance. Dabei offenbarte Christian auch, welche Tanzduos es seiner Meinung nach ins Finale schaffen werden. Es wird relativ klar sein, welche drei Paare ins Finale kommen und meiner Meinung nach sind das die, die auch jetzt vorne waren. Mein wahrscheinlichstes Finale ist Julia, Anna und Philipp. Autsch! Diese Expertise dürfte den Fans von Ekaterina Leonova und Thymen Krause so gar nicht gefallen. Keine Chance für Eka Thymen? Doch ist ihr Aus wirklich so gut wie besiegelt? Nicht ganz. Laut Christian Polans haben die beiden noch durchaus eine Chance, Let's Dance zu gewinnen, denn er weiß, Ekat hat eine große Fanbase. Viele haben sie sich zurückgewünscht. Fleißiges Anrufen für Ekat und Thymen könnte sich also doch noch auszahlen. Schließlich spricht auch die Statistik für die Profitänzerin. Schon dreimal hat Ekat die RTL-Tanzshow gewonnen, so häufig wie kein anderer Profi bisher.